Wir lesen Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1. Da ist es in Vers 1 Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinen Knecht Johannes, gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Und gleich in Vers 1 heißt es: Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Ich möchte deine Aufmerksamkeit darauf lenken, dass das Buch der Offenbarung Offenbarung heißt. Nicht Verschließung, nicht Verheimlichung, sondern Offenbarung. Und wozu wurde die Offenbarung Jesu Christi geschrieben? Um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Nicht um seine Knechte zu verwirren, auf eine falsche Fährte zu locken, um alles kompliziert zu machen, sondern es ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes, gesandt. Also im Grunde genommen finden wir dreimal eine Aussage, oder wir finden dreimal Wörter, die uns sagen, dass die Offenbarung dazu dient, uns etwas eben zu zeigen, zu offenbaren. Es wird bekannt gemacht. Und warum sage ich das? Weil sich viele Leute scheuen vor dem Buch der Offenbarung. Was für ein schwieriges Buch, all diese Endzeitprophetie, all diese Chronologie und so weiter. Wie kann man das verstehen? Aber wozu dient das Buch? Halte einen Moment still und mach dir Gedanken darüber, wozu dient das Buch? Um dir die Endzeit zu offenbaren, um es eindeutig zu machen, nicht um es kompliziert zu machen. Das heißt, wenn wir Probleme haben, die Offenbarung zu verstehen, dann liegt das meistens an falscher Lehre über die Offenbarung. Das ist das Hauptproblem. Und natürlich werden schwierige Dinge beschrieben in der Offenbarung. Es gibt viel Symbolik, aber Gott hat es nicht absichtlich schwierig gemacht. Gott hat es einfach gemacht. Wenn du Endzeitprophetie richtig verstehen willst, dann musst du die Offenbarung lesen. Das einfachste Buch, wenn es um die Endzeitprophetie geht. Und doch scheuen sich so viele Leute davor. Aber ich will dir Mut machen in diesen ersten Versen, dass die Offenbarung eigentlich einfach ist. Sie dient dazu, dir die Endzeitprophetie zu offenbaren, es eindeutig zu machen, damit du es sehen kannst, damit du es verstehen kannst. Scheue dich nicht vor dem Buch der Offenbarung. Und in dieser Predigt werde ich eine Predigtreihe starten, eine Predigtserie über das Buch der Offenbarung. Offenbarung, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers. Wir werden hier keinen Stein umgekehrt lassen. Wir werden uns jeden Vers anschauen. Und ich werde dir erklären, was diese Verse bedeuten.
Und du solltest nicht diese Einstellung haben, oh, ich kann die Offenbarung nicht verstehen oder das ist alles so theoretisch. Warum sollte ich mich mit der Offenbarung beschäftigen? Warum sollte ich dieses Buch studieren? Warum sollte ich mir diese Predigt anhören? Denn weiß heißt es in Vers 3, schaut in Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Hey, willst du nicht glückselig sein? Das ist etwas, eine Aussage, die wir nicht so oft finden in der Bibel. Natürlich kann man das auf jedes einzelne Buch der Bibel beziehen, rein theoretisch. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest. Ich meine, was ist Weissagung? Weissagung ist im Grunde genommen Predigt. Ja, Weissagung ist, das Wort Gottes zu sprechen. Natürlich könnte man das Prinzip auf jedes Buch der Bibel beziehen. Aber wenn wir so eine konkrete Aussage in einem bestimmten Buch der Bibel haben, dann hat es natürlich nochmal einen höheren Stellenwert. Wenn du glückselig sein willst als Christ, hey, lies die Offenbarung, studiere die Offenbarung. Scheue dich nicht davor. Ich will dir Mut damit machen, die Offenbarung zu studieren. Und ich werde dir dabei helfen, das Buch der Offenbarung zu verstehen. Und heute geht's los mit dem ersten Kapitel. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Wir wollen glückselig sein, das heißt gesegnet sein. Wir wollen fröhlich sein, wir wollen Freude haben und haben nicht diese Einstellung, oder ist irgendwie so theoretisch. Was ist die praktische Anwendung? Es ist schön, wenn es eine praktische Anwendung gibt, aber wir brauchen nicht immer eine unmittelbare praktische Anwendung. Aber hier ist das Ding. Sagt nicht Jesus Christus, was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Ich meine, wenn wir die Aufgabe haben zu wachen, die Zeichen der Zeit zu sehen, darauf zu achten, was passieren wird, dann müssen wir doch wissen, was passieren wird. Und dazu müssen wir uns mit dem Buch der Offenbarung beschäftigen, damit wir vorbereitet sind auf die Endzeit. Denn was heißt es da? Glückselig ist der die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe. Natürlich könnte man sagen, ja, aber schon vor Hunderten von Jahren haben sich das Leute gedacht. Aber hier ist das Ding, wenn die Zeit nahe ist, ich meine, aus Gottes Sicht, für Gott sind 1000 Jahre ein Tag 1000 Jahre. Wir müssen uns das so vorstellen, aus Gottes Sicht ist das, kann das alles rasch geschehen, wie es auch in Vers 1 heißt. Und die Zeit ist nahe. Und wir müssen uns das verinnerlichen und uns vor Augen halten, hey, wir wissen natürlich nicht genau den Tag und die Stunde, wann Jesus wiederkommt, wann all die Ereignisse in der Endzeit passieren, von denen du vielleicht bestimmt schon ein bisschen gehört hast, auch wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, bis ins Detail. Wir müssen uns vor Augen halten, hey, es kann in unserer Lebenszeit passieren. Es kann in unserem Leben noch passieren, dass Jesus wiederkommt, dass wir all diese Ereignisse miterleben in der Offenbarung. Wir werden nicht buchstäblich alle Ereignisse miterleben, aber wir werden die Trübsal miterleben. Und das ist eine Lehre, die natürlich angegriffen wird. Es gibt diese Entrückung vor der Trübsal. Das ist etwas, was die Offenbarung nicht lehrt. Die Offenbarung lehrt eine Entrückung nach der Trübsal. Warum sonst wurde die Offenbarung geschrieben, wenn das sowieso alles nicht auf uns zutrifft? Es trifft auf uns zu und glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Wir werden glückselig sein, wir werden nicht irgendwie vor Angst versagen und oh, was passiert hier? Und wie können wir das aushalten? Nein, glückselig werden wir sein. Amen. Es ist großartig zu sehen, dass das passiert, was die Bibel vorausgesagt hat. Wir können glückselig sein. Wir dienen dem Herrn, Gott will uns beschützen. Wenn du Seelen gewinnen gehst, deine Bibel liest, zur Kirche gehst, dann wird dir nicht unbedingt der Kopf abgehackt, sondern Gott braucht dich, wenn du Gott dienst. Und du wirst glückselig sein, auch wenn du durch die Trübsal gehen wirst. Denn du wirst durch die Trübsal gehen, falls es noch in deiner Lebenszeit passiert. Das zur Einleitung, Offenbarung Kapitel 1, was rasch geschehen soll. Ja, Gott hat, das heißt hier Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und ich lese euch vor aus 2. Petrus 3, Vers 8 bis 9, ihr müsst das nicht aufschlagen, da heißt es, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Also, wir müssen uns zum einen Gottes Perspektive vor Augen halten. Zeit ist relativ und Gott steht außerhalb von Raum und Zeit, deswegen kann er sagen, es wird rasch geschehen. Es ist im Grunde genommen schon geschehen. Gott weiß schon, was passieren wird. Aber aus unserer Sicht kann es manchmal lange dauern, nicht wahr? Und dann gibt es eben Spötter, die auftreten in den letzten Tagen. Darum geht es hier in 2. Petrus Kapitel 3, was ich euch vorgelesen habe, die dann sagen, ja, der Herr zögert die Verheißung hinaus, wie etliche es für einen Hinauszögern halten. Aber nein, er zögert nicht die Verheißung hinaus, sondern er ist langmütig und gibt
Menschen Zeit, dass sie Raum zur Buße haben, das heißt, dass sie umkehren zum Herrn, an den Herrn glauben, gerettet werden und nicht den Zorn Gottes miterleben müssen. Aber schlagt Offenbarung Kapitel 6 auf. Offenbarung Kapitel 6, da heißt es ab Vers 9, ich lese vor ab Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Also hier haben wir die zwei Perspektiven. Für Gott ist es 1000 Jahre ein Tag 1000 Jahre, spielt keine Rolle, es wird rasch geschehen, die Zeit ist nahe. Und das stimmt, die Zeit ist nahe. Ja, wir sollten damit rechnen, dass es in unserem Leben passieren kann. Besonders deshalb, weil wir viele Ereignisse später, in den späteren Kapiteln der Offenbarung, heutzutage besser interpretieren können. Da wir schon fortgeschritten sind, zum Beispiel in Technologie, wo vieles ganz einfach mehr Sinn macht. Wenn dann zum Beispiel die ganze Welt die zwei Zeugen sehen wird, wie sie ermordet wurden. Das geht natürlich durch Fernsehen, durch Instagram, was auch immer. Das geht natürlich heutzutage, deswegen ist es viel wahrscheinlicher, dass es zu unserer Lebenszeit passieren wird, was in der Offenbarung geschrieben wird. Aber unsere menschliche Perspektive ist dann meistens eher, wie lange, o Herr? Und wir sehen das auch in der Bibel, wo es ja heißt, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und warum sage ich das? Weil es nämlich Leute gibt, die sagen, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Und das ist natürlich ein Ereignis, mit dem wir uns besonders beschäftigen in dem Buch der Offenbarung, auch im ersten Kapitel. Wir kommen dann zu Vers 7, wo es heißt, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Wo es natürlich um das zweite Kommen Jesu Christi geht, um unsere Entrückung. Das ist natürlich das Hauptereignis, dazu kommen wir dann noch. Und Leute sagen dann, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Er kann jetzt wiederkommen, nach dieser Predigt. Aber das stimmt nicht, denn es gibt prophetische Ereignisse, die vorher geschehen müssen, vor Jesu Wiederkunft. Vor der Entrückung. Und das missachten sie. Aber sie sagen, da siehst du, es wird rasch geschehen. Die Zeit ist nahe. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Aber dann haben wir auch Verse, wo Leute sagen, wie lange? Und das sind nicht irgendwelche Spötter, das sind Gerettete. Wie lange, o Herr? Das sind die zwei Perspektiven. Und wir sollten nicht diese Einstellung haben, oh, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Das ist falsch. Er kann nicht jederzeit wiederkommen. Er kommt nach der Trübsal wieder, dazu später mehr. Das heißt, wir wissen nicht den Tag oder die Stunde. Es kann in unserem Leben passieren. Ich weiß es nicht. Aber wir haben Zeichen, auf die wir achten sollen. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest und diese hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Du musst es bewahren, aber um die Lehren der Offenbarung zu bewahren, musst du die Offenbarung lesen, du musst sie hören. Erst dann kannst du es bewahren. Deswegen beschäftigen wir uns mit dem Buch der Offenbarung, damit du wachen kannst. Was ich aber euch sage, das sage ich allen, wacht. Du musst wachsam sein. Wie kannst du wachsam sein, wenn du nicht weißt, was passieren wird? Wenn du nicht weißt, was der Feind ist, der kommt, um einzubrechen bei dir, zum Beispiel. Wenn du nicht weißt, welche Ereignisse geschehen müssen, bevor Jesus wiederkommt, wie kannst du dann wachen? Offenbarung Kapitel 1, Vers 4. Offenbarung Kapitel 1, Vers 4. Da heißt es, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Also die ersten drei Verse waren eine Einleitung. Und jetzt geht es über zu dem Adressaten der Offenbarung. Was ist der Adressat der Offenbarung? Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Also der unmittelbare Adressat zu seiner Lebenszeit waren die sieben Gemeinden in Asia. Die Provinz Asia ist das Gebiet der heutigen Türkei. Das waren also Heidengemeinden, an die sich das Buch der Offenbarung richtet. Johannes an die sieben Gemeinden, nicht an die Kirche, die Kirche Gottes, die allgemeine Gemeinde aller Gläubigen, gibt es nicht. Lass mich dir was erklären, okay? Besonders im Buch der Offenbarung heißt es immer wieder Gemeinden, Gemeinden. Und dann gibt es die Gemeinde Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Gemeinden, okay? Was ist eine Gemeinde? Eine Gemeinde ist eine Versammlung, eine physische Versammlung Gläubiger mit einer bestimmten Struktur, mit Ämtern, die Gott vorgegeben hat in seinem Wort. Lass mich dir die Frage stellen, sind wir versammelt mit allen Gläubigen weltweit? Nein, absolut nicht. Wir sind nur versammelt in unserer lokalen Gemeinde, in Tempe zum Beispiel, in der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort in Pforzheim. Das ist unsere Gemeinde, die Gemeinde in Tempe, die Gemeinde in Ephesus. Es gibt Gemeinden, Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Zwei wichtige Informationen. Gemeinden, ja, die Bibel spricht immer wieder von einzelnen Ortsgemeinden, nicht von dieser allgemeinen Kirche, gibt es nicht. Denn es sind nicht alle Gläubigen versammelt, okay? Und zweite wichtige Information,
die in Asia sind. Es waren Heidengemeinden, nicht Juden, denn falsche Propheten oder Leute, die ganz einfach verwirrt sind, was Endzeitprophetie betrifft, das heißt nicht, dass sie unbedingt nicht gerettet sind, aber sie würden dir erzählen, dass das ja eigentlich fast alles nur auf die Juden zutrifft, so ungefähr. Das trifft alles eigentlich gar nicht auf uns zu, wir sind dann schon entrückt und dann wird das alles passieren, so was da in der Offenbarung steht. Aber dieser Brief oder dieses Buch richtet sich an Heidengemeinden. Okay, wichtige Information. Also, es gibt Gemeinden und es ist wichtig, dass es mehrere einzelne Gemeinden gibt und nicht diese weltweite Versammlung, die sowieso physisch gar nicht möglich wäre. Das ist so totaler Schwachsinn. Und Leute nehmen diese Lehre der allgemeinen Gemeinde Gottes, der Gemeinde aller Gläubigen aus dem Brief an die Epheser. Aber das ist der Brief an die Gemeinde in Ephesus, nicht an die Gemeinde aller Christen weltweit, sondern an die Gemeinde in Ephesus. Das heißt, wenn wir diesen Brief auf heutige Zeit beziehen wollen, wo es heißt, dass Jesus Christus eben das Haupt der Gemeinde ist und so weiter, dann würden wir das auf unsere Ortsgemeinde beziehen. Einfach von der Logik her, nicht wahr? Also es ist wichtig, dass es mehrere einzelne Gemeinden gibt, die unterschiedlich sind. Denn was ist, wenn eine Gemeinde in Irrlehre abgleitet? Wenn sich Irrlehre einschleichen, die Gemeinde schlecht wird? Dann haben wir Gott sei Dank andere Gemeinden. Was ist mit der Gemeinde in Ephesus? Ich meine, die gibt es nicht mehr. Das heißt, irgendwann ist sie schlecht geworden. Das ist der Lauf der Dinge. All diese Gemeinden, die genannt werden im Buch der Offenbarung, gibt es nicht mehr. Irgendwann haben sich Irrlehre eingeschlichen und sie sind gestorben, diese Gemeinden. Sowas passiert, das ist normal. Aber dann gibt es eben andere Gemeinden, deren Haupt Jesus Christus ist. Und wir können in eine andere Gemeinde gehen und weiter dem Herrn dienen. Das ist der Zweck mehrerer Gemeinden. Dagegen die katholische Kirche, das ist eben nur die katholische Kirche. Und die ist sowieso schon schlecht. Das heißt, du kannst da nichts dran ändern. Du kannst ja nicht in eine andere katholische Kirche gehen. Es gibt nur die katholische Kirche. Natürlich mit ihren Untergemeinden, aber die alle zur selben Organisation gehören. Deswegen brauchen wir mehrere verschiedene Gemeinden. Und was wir außerdem davon lernen ist, das Buch der Offenbarung, das wurde von vornherein kopiert. Johannes hatte das an die 7 Gemeinden Asia gesandt. Es wurde von vornherein kopiert, das Buch. Warum ist das so wichtig? Nun, Leute greifen die Bibel an und sagen, oh, die Bibel wurde so oft kopiert und kopiert und kopiert, deswegen wissen wir gar nicht, ob das wahr ist, was darin steht. Es wurden so viele Fehler gemacht, nicht wahr? Aber hier ist das Ding. Es gab von vornherein 7 Kopien. Natürlich wurde dann das Buch noch öfters kopiert danach. Wir haben hier eine Kopie. Ihr habt eine Kopie, nicht wahr? Ihr habt Kopien davon. Das heißt, wir können diese Kopien vergleichen. Diese Kopien wurden wahrscheinlich schon zu Johannes Lebzeiten verglichen. Keine Ahnung, kann man aber annehmen. Und wenn es dann eine falsche Kopie gab oder wo jemand absichtlich was verändert hat, irgendein Irrlehrer, nun, dann konnte man das vergleichen mit den 7 Originalen und konnte sehen, okay, das ist eine Fälschung. So einfach ist das. Und dann wurde es eben verworfen. Ich meine, der Fakt, dass die Bibel kopiert wurde, stellt sicher, dass wir heutzutage Gottes Wort haben. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Dann rate mal was. So circa, je nachdem, was man für eine Schätzung nimmt, 98-99% aller bis heute erhaltenen Manuskripte stimmen überein bis in den einzelnen Buchstaben. Bis in den letzten Buchstaben. Oh, die Bibel wurde so oft kopiert und so oft Fehler eingebaut. Schwachsinn. Aber das ist etwas, was wir daraus lernen können. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Schlagt Jesaja Kapitel 11 auf, Jesaja Kapitel 11. Was sind die 7 Geister, die vor seinem Thron sind? Jesaja Kapitel 11, ich lese vor Vers 1, da heißt es, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Das erinnert euch vielleicht an das Weihnachtslied. Es ist ein Ross entsprungen, wo es heißt in einer Zeile, von Jesse kam die Art. Und Jesse ist einfach nur eine andere Schreibweise von Isai, das ist derselbe Name. Von Jesse kam die Art, es ist ein Ross entsprungen, ja, es ist ein Schössling hervorgegangen aus seinen Wurzeln, aus dem Stumpf Isais, aus dem Stumpf Jesses. Vielleicht erinnert euch das an das Weihnachtslied, es ist ein Ross entsprungen und es heißt hier eben, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Was ist damit gemeint? Ich lese vor aus Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Da heißt es, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und Isai war natürlich der Vater Davids, des Königs Davids. Und worum geht es hier eben in Jesaja Kapitel 11, Vers 1? Bei dem Stumpf Isais, bei dem Schössling, der hervorbricht aus seinen Wurzeln, das ist Jesus Christus. Was wir eindeutig erfahren aus Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids,
der leuchtende Morgenstern. Aber er ist eben nicht nur der Spross Davids, er ist auch die Wurzel Davids. Das heißt, er ist nicht nur der Nachkomme Davids, sondern er ist auch derjenige, der David hervorgebracht hat. Warum? Weil Jesus Christus Gott ist. Es geht hier um die Gottheit Jesu Christi. Jesus sagt, ihr Abraham war, bin ich. Natürlich, nach dem Fleisch stammt Jesus Christus von David und er wurde von der Jungfrau Maria gezeugt und es hat auch einen symbolischen Charakter natürlich, weil er eben auf dem Thron Davids sitzt. David war der Musterkönig sozusagen im Alten Testament, wie ihr das bestimmt wisst. Und Jesus Christus ist aber natürlich Gott im Fleisch. Gott wurde im Fleisch geoffenbart und das Wort wurde Fleisch und so weiter. Daher ist er auch die Wurzel Davids. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ich wollte es nur klar machen, dass es hier um Jesus Christus geht, eindeutig, wir finden die Referenz dazu in Offenbarung Kapitel 2, Vers 16. Der ist und der war und der kommt, es geht hier um die Gottheit Jesu Christi. Und was ich auch dazu sagen will, genauso wie im Johannesevangelium, wird auch in der Offenbarung des Johannes die Gottheit Jesu Christi sehr betont. Immer und immer wieder betont, wie wir dann noch später sehen werden. Aber schauen Vers 2, ihr seid in Jesaja Kapitel 11, Vers 2, da heißt es, und auf ihm wird ruhen, also auf Jesus Christus wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Was sind die sieben Geister, die vor seinem Thron sind? Was wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 4 gelesen haben. Das ist der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rats, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sieben Geister. Das sind die sieben Geister, die vor seinem Thron sind. Und nur zum Verständnis, das sind nicht irgendwie buchstäbliche Geister, das sind nicht buchstäbliche Wesen. Ich glaube nicht, dass das ist, was damit gemeint ist, sondern oftmals sagen wir auch, oh, du hast einen fröhlichen Geist oder du hast einen cholerischen Geist. Wir meinen damit nicht unbedingt einen tatsächlichen Geist. Natürlich, die Pfingstler würden das damit meinen, dass dann irgendwie ein Dämon des Cholerikertums oder das ist ein Dämon der Freude, gibt es sowas? Keine Ahnung. Aber das sind ja nicht irgendwelche tatsächlichen Wesen, sondern das sind Charaktereigenschaften. Okay, das sind Charaktereigenschaften, die damit gemeint sind. Und in diesen ersten Versen wird uns Jesus Christus vorgestellt, wird uns Gott vorgestellt mit seinen Charaktereigenschaften. Die sieben Geister, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, Verzeihung und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also wenn es hier heißt in Offenbarung Kapitel 1, Vers 4, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, dann Vers 5, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und so weiter, der ist und der war und der kommt, klar, das bezieht sich auf Jesus Christus. Aber das ist etwas, was man allgemein auf Gott, auf den Herrn beziehen kann. Ich meine, das trifft zu auf den Vater, auf den Sohn und auf den Heiligen Geist, auf die drei separaten Personen der Dreieinigkeit. Denn sie sind natürlich alle gleichermaßen Gott. Der ist und der war und der kommt, das bezieht sich auf die Ewigkeit. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Aber konkret geht es hier um Jesus Christus. Denn dann heißt es hier eben von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und den einzigen Vers, den wir dazu finden, ist eben Jesaja Kapitel 11, Vers 2, wo es eindeutig um Jesus Christus geht. Dann heißt es weiter in Offenbarung Kapitel 1, Vers 5, Offenbarung Kapitel 1, Vers 5, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Jesus Christus ist der Erstgeborene aus den Toten. Das heißt, er ist der Einzige bisher, der schon leibhaftig aus den Toten auferstanden ist. Wir werden alle leibhaftig aus den Toten auferstehen, außer wir schaffen es eben, bis zur Entrückung durchzuhalten. Wenn wir dann noch leben, dann werden wir natürlich leibhaftig entrückt, aber zuerst werden die Toten, die entschlafenen Heiligen, heißt es, werden leibhaftig auserweckt. Sie werden aus den Gräbern hervorgehen, heißt es. Es wird eine leibhaftige, buchstäbliche Auferstehung sein. Jesus Christus ist aber der Erstgeborene aus den Toten, der Fürst über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Leute regen sich auf über das Alte Testament. Oder das Alte Testament ist so zornig. Das Alte Testament, da geht es um so viel Kriege. Da geht es um so viel Blut und so weiter, nicht wahr? Leute regen sich auf über das Alte Testament. Aber lass mich dir was verraten. Das zornigste Buch der Bibel ist die Offenbarung. Das zornigste Buch der Bibel ist das letzte Buch der Bibel im Neuen Testament, wo jetzt alles anders ist und es nur noch um Liebe, Liebe, Liebe geht, nicht wahr? Das ist das zornigste Buch überhaupt, die Offenbarung. Zorn, Zorn, Zorn. Aber wie beginnt dieses Buch? Dieses Buch beginnt mit Liebe. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut. Dieses Buch, das zornigste Buch der Bibel, beginnt mit Liebe.
Er wird erstmal festgestellt, hey, Jesus hat uns geliebt. Er hat uns von unseren Sünden gewaschen durch sein Blut. Natürlich betrifft das uns als Christen. Denn wie es auch am Anfang der Offenbarung heißt, an wen richtet sich dieses Buch? Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Es richtet sich natürlich hauptsächlich an Christen, logischerweise. Natürlich könnte man auch aus dem Buch der Offenbarung des Evangelium einem Ungläubigen predigen. Aber logischerweise, der hauptsächliche Adressat sind eben Gemeinden, ja, sind Christen, nicht wahr? Aber hey, Jesus hat alle Menschen geliebt. Ja, Jesus hat alle, buchstäblich alle Menschen geliebt. Ihm, der uns geliebt hat. Und das müssen wir eben realisieren. Hey, Gott gibt uns Zeit, er ist langmütig, er will, dass jeder mal Raum zur Buße habe. Ja, es ist das zornigste Buch. Aber hey, noch ist es nicht so weit. Noch sind diese Ereignisse nicht eingetroffen. Noch sind wir nicht entrückt. Nach der Entrückung, was kommt dann? Der Zorn Gottes. Noch ist das nicht geschehen. Noch haben Leute Zeit, umzukehren, an den Herrn zu glauben, gerettet zu werden und dem Zorn zu entfliehen. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Gut, dass wir die Bibel haben, dass wir Kopien haben, damit wir sie vergleichen können, nicht wahr? Denn was sagt die Elberfelder? Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Vergleiche das. Was steht in deiner korrekten Übersetzung, wie zum Beispiel in einer Schlachter 2000? Und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Dagegen die Elberfelder sagt, uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Was fehlt? Gewaschen. Was sagt die NGÜ, die neue Genfer Übersetzung? Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat. All diese modernen, korrupten Übersetzungen, sie lassen gewaschen weg, sie verändern das. Du kannst dir sagen, ja, Anselm, was macht das für einen Unterschied? Natürlich sind wir erlöst durch sein Blut. Natürlich könnte man sagen, okay, an und für sich ist das ein Fakt, der korrekt ist. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel macht es klar, dass wir gewaschen sind durch sein Blut. Lass mich etwas erklären. Es gibt Irrlehrer, die das Blut Jesu Christi leugnen, die das Blut Jesu Christi ablehnen. Wie zum Beispiel John MacArthur. Der ist natürlich Amerikaner, aber er ist in Deutschland sehr beliebt, deswegen nenne ich ihn. So ziemlich jeder Christ da draußen kennt John MacArthur. Ich habe die John MacArthur Studienbibel. Oder ich gucke seine Predigten, damit ich dann auch schön zur Hölle fahre. Der Typ ist ein Hund. Ich hasse John MacArthur. Er leugnet das Blut Jesu Christi. Er lästert das Blut Jesu Christi. Und sagt, dass nichts Besonderes ist irgendwie an der chemischen Zusammensetzung von Jesu Blut. Was für eine bizarre Aussage. Und dann finden wir den Vers in Apostelgeschichte irgendwo, wo es heißt, dass Gott die Gemeinde erkauft hat durch sein Blut so ungefähr. Okay, also Jesu Blut, warte mal, ist Gottes Blut. Also da ist schon was Besonderes dran. Und John MacArthur realisiert das in seiner Studienbibel, kann man dann unten nachlesen in den Kommentaren. Er realisiert das, dass die Bibel sagt, dass Jesu Blut Gottes Blut ist. Aber was sagt er? Und das hat sich derjenige nur so gedacht. Ja. Er war so fasziniert von dem, was Jesus getan hat. Und deswegen war das so für ihn, als hätte Gott sein Blut vergossen. Aber das, was die Bibel sagt, dass Gott sein Blut vergossen hat. Weil Jesus Christus Gott ist. Gott hat sein Blut vergossen. Es ist nicht irgendein Blut. Wir sind gewaschen durch sein Blut. Was John MacArthur sagt ist, oder das Blut, da geht es nicht wirklich um das Blut. Jesus musste nicht wirklich sein buchstäbliches Blut vergießen, damit wir gerettet werden. So, warum würde überhaupt jemand sowas sagen? Es ist natürlich offensichtlich, dass der Typ ganz einfach buchstäblich vom Teufel ist. Du würdest normalerweise nicht auf solche Argumente kommen. Was er sagt ist, es geht nicht wirklich um das Blut. Das Blut, das symbolisiert nur, dass Jesus für uns gestorben ist. Das, was uns rettet, ist Jesu Tod. Aber warte mal. Wir werden nicht nur durch Jesu Tod gerettet. Wir werden durch sein Leben gerettet. Wir werden durch seinen Tod gerettet. Wir werden durch sein Blut gerettet. Wir werden dadurch gerettet, dass er zur Hölle gefahren ist, dass er gelitten hat, dass er ausgepeitscht wurde, dass er Essig mit Galle vermischt getrunken hat, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel aufgefahren ist, dass er sein Blut im himmlischen Heiligtum dargebracht hat. Wir werden durch das alles gerettet. Du kannst nicht etwas davon weglassen. Aber John MacArthur will das Blut weglassen. Das ist nicht, was uns rettet. Das ist einfach nur der Tod. Das ist Irrlehre, mein Freund. Jetzt aber zurück zu dem, was die Bibel oder was falsche Bibelübersetzungen hier sagen, wo es dann das Gewaschen weggelassen wird. Lass mich dir was erklären. Wenn es bei dem Blut einfach nur um Jesu Tod gehen würde, wie kann man durch Tod gewaschen werden? Erkläre mir das. Du kannst nicht durch Tod gewaschen werden. Du kannst nur gewaschen werden durch eine Flüssigkeit. Durch eine ganz besondere Flüssigkeit. Und zwar durch Jesu Christi Blut. Ja, unsere Erlösung ist blutig. Es musste jemand bluten dafür, dass du gesündigt hast. Du musst gewaschen werden in Jesu Blut.
Spiele nicht das Blut Jesu Christi herunter, das er gelitten hat für dich am Kreuz, sein Blut vergossen hat. Jemand musste bluten und Jesus hat es für dich getan. Oder geht es nur um den Tod? Nein, du kannst nicht im Tod gewaschen werden, du kannst nur im Blut gewaschen werden. Offenbarung Kapitel 1, Vers 6. Offenbarung Kapitel 1, Vers 6, da heißt es, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, also Jesus, ihm eben, der uns geliebt hat und von Sünden gewaschen hat durch sein Blut, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich lese vor aus 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ein eindeutiger Parallelvers, wir sind zu Königen und Priestern gemacht worden, für seinen Gott und Vater. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, wie es heißt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Und dann heißt es in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 10, euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Wer ist Gottes Volk? Das sind wir als Christen. Wir sind eindeutig Gottes Volk im Neuen Testament. Eindeutige Aussage. Dennoch wollen Leute daran festhalten, oh, es gibt die Gemeinde und es gibt Gottes Volk. Ja, genau, es gibt Gottes Volk, das sind wir, das sind die Gemeinde. Es gibt natürlich nicht die Gemeinde, denn was haben wir gelesen davor? Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Also, an wen richtet sich nochmal die Offenbarung? An Heidengemeinden. Das wird besonders deutlich in diesem Vers, in Offenbarung Kapitel 1, Vers 6, wenn wir das dann auch vergleichen mit 1. Petrus 2, Vers 9. Denn dann heißt es, euch, die einst nicht ein Volk wart. Also um wen geht es? Um Heiden. Aber jetzt sind wir Gottes Volk durch den Glauben. Er hat uns zu Königinnen und Priestern gemacht für seinen Gott und Vater. Das richtet sich an Heiden. Das macht die Bibel immer und immer wieder klar. Im Buch der Offenbarung, dann auch besonders im zweiten Kapitel der Offenbarung, wo es um die Synagoge Satans geht. Nicht wahr? Wo es dann eben klargestellt wird, hey, diese Juden heutzutage, die sich Juden nennen, das sind keine Juden. Wir sind Juden. Wir sind Gottes Volk. Dann heißt es in Offenbarung Kapitel 1, Vers 6, Amen. Einfaches Wort, aber schau dir dieses Wort an. Was sagen wir, wenn wir Amen sagen? Wenn Bruder Dennis zum Beispiel Amen sagt. Amen! Was bedeutet das? Es sei so, ja? Jawohl, richtig. Das ist eine Bestätigung. Nicht wahr? Aber nicht nur das, es ist nicht einfach nur eine Bestätigung, sondern es zeigt das Ende des Abschnitts an. Und dazu lese ich dir vor aus Psalm 41, Vers 14. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Und dieses Amen, ja, Amen finden wir mehrmals im Buch der Psalmen. Und das ist ein eindeutiger Bruch. Ja? Amen, ja, Amen. Diese eindeutige Bestätigung, dieses eindeutige Ende eines Abschnitts. Und anhand dessen kann man das Buch der Psalmen in mehrere Bücher einteilen. Das ist einfach nur ein Beispiel, dass man das Wort Amen als Einteilung verwenden kann. Es wird ziemlich eindeutig im Buch der Psalmen, wo es dann eben heißt, Amen, ja, Amen, eine Aussage, die wir so kaum finden sonst. Eigentlich nur im Buch der Psalmen. Und was ich damit sagen will, ist, der erste Abschnitt jetzt im Buch der Offenbarung mit Vers 6 ist beendet. Okay, das war jetzt die Einleitung. Die Verse 1 bis 6, wo uns das Buch der Offenbarung vorgestellt wird. An wen richtet sich das Buch der Offenbarung? Was ist der Zweck, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll? An wen richtet sich das Buch? Es wird uns Jesus Christus vorgestellt. Die sieben Geister, die vor seinem Thron sind. Wir erfahren was über seine Charaktereigenschaften und so weiter und so fort. Es wird Jesus Christus gelobt. Das ist eine Einleitung. Und jetzt, nach dieser Einleitung, Amen, kommt der entscheidende Vers. Schau in deine Bibel, Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Wie geht es weiter? Ja, Amen. Also wir finden vor dem Vers ein Amen, danach dem Vers, Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, ja, Amen. Dieser Vers ist eingeschlossen von Amen und Amen. Das ist der entscheidende Vers in Offenbarung Kapitel 1, Vers 1, ja, in der ganzen Offenbarung, der entscheidende Vers überhaupt. Erster Grund, wir haben das Amen davor, das Amen danach. Zweiter Grund, wir haben davor eigentlich nur
Fakten gelesen, mehr oder weniger. Und zu uns wurde Gott vorgestellt, Jesus Christus vorgestellt, er wurde gelobt, ihm sei die Ehre, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber jetzt geht es konkret darum, was Jesus tun wird. Deshalb sticht dieser Vers heraus, was Jesus jetzt konkret tun wird. Was wird er tun? Er wird mit den Wolken kommen. Jedes Auge wird ihn sehen. Das ist das, was Jesus tun wird. Das ist der erste Vers, wo wir erfahren, was Jesus Christus tun wird in der Endzeit. Und worum geht es hier? Um das zweite Kommen Jesu. Und das ist somit der entscheidende Vers und somit das entscheidendste Ereignis überhaupt, wenn es um die Endzeit geht. Das zweite Kommen Jesu und unsere damit einhergehende Entrückung und der Beginn des Zornes Gottes. Jedes Auge wird ihn sehen. Jedes Auge wird ihn sehen. Es gibt diese Irrlehre der Heimlichen oder der Entrückung im Verborgenen. Ja, Jesus kommt wieder, um uns zu entrücken als Christen, aber niemand wird ihn sehen. Nur wir werden ihn sehen. Es wird eine heimliche Entrückung sein. Und wie kann man auf so einen Schwachsinn kommen? Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn sehen. Natürlich, die Leute, die diesen Schwachsinn lehren, die würden dann sagen, oh, das ist aber nicht die Entrückung. Die Entrückung ist schon vorher geschehen. Das steht natürlich nirgendwo, aber das, was sie lehren, nicht wahr? Die Entrückung ist schon vorher geschehen. Und dann wird Jesus nochmals wiederkommen mit seinen Heiligen und sie teilen das zweite Kommen Jesu auf. Sodass dann irgendwie das Kommen 2 und 3 gibt, ich weiß nicht, oder, also das können Sie natürlich nicht sagen, denn es ist immer nur die Rede vom zweiten Kommen, also dann das Kommen 1.5 und 2 oder wie will man das aufteilen? Das ist Schwachsinn. Das ist Müll. Sie sagen, es gibt das Kommen für seine Heiligen, ja, es wird eine verborgene, eine heimliche Entrückung sein, niemand wird ihn sehen, auch wenn alle Bibelverse was komplett anderes sagen, okay, und dann gibt es nochmal ein Kommen, aber das ist nicht wirklich ein anderes Kommen, das ist nur die zweite Phase des Kommens hier so. Das müssen wir natürlich irgendwie rechtfertigen. Das habe ich gestern nachgelesen, ja, wie Leute das rechtfertigen wollen. Es gibt zwei Phasen des Kommens hier so. Für seine Heiligen, dann wird er nochmal kommen mit seinen Heiligen aus dem Himmel herab und dann wird der Zorn Gottes beginnen und wie auch immer. Mir geht es jetzt nicht um die einzelnen Details irgendwelcher falscher Lehren, aber ich muss es natürlich nennen, denn hey, es gibt so viele falsche Lehren und du musst diesen entscheidendsten Vers der Offenbarung richtig verstehen, wenn du das Buch der Offenbarung verstehen willst. Ich meine, das ist das entscheidende Ereignis, das zweite Kommen Jesu, unsere Entrückung. Wenn du das nicht verstehst, vergiss es. Das ist der wichtigste Vers überhaupt. Du musst diesen Vers korrekt verstehen. Also, es gibt diese Schwachsinnslehre, dass irgendwie zwei Phasen des Kommens Jesu gäbe. Und dass irgendwie eine heimliche Entrückung gäbe, gibt es nicht. Lass mich dir das beweisen, allein schon anhand dieses Verses. Also, jedes Auge wird ihn sehen. Wenn wir einfach diesen Vers lesen, nicht irgendwie voreingenommen lesen, mit irgendwelchen Irrlehren im Kopf lesen, wenn wir einfach diesen Vers lesen, wissen wir, dass es keine heimliche Entrückung gibt, sondern jedes Auge wird ihn sehen. Oh, jedes Auge. Jedes Auge bedeutet jedes Auge. Genauso wie Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das muss man nicht umdefinieren. Das ist einfach zu verstehen. Es wird keine heimliche Entrückung geben. Wir werden da sein. Wenn Jesus Christus wiederkommt, mit den Wolken, in Herrlichkeit, jedes Auge ihn sehen wird, wir werden da sein als Christen. Wir werden nicht vorher entrückt sein. Das heißt, wir werden die Trübsal miterleben. Und wenn du als Zuschauer nicht weißt, was die Trübsal ist, kein Problem. Ich habe auch schon eine Predigt gehalten, der Zeitpunkt der Entrückung, da gehe ich mehr ein auf die Trübsal. Wir werden uns dann später im Buch der Offenbarung natürlich mit der Trübsal konkret beschäftigen. Das wird eine Zeit sein, eine Zeit der Bedrängnis, eben Trübsal, ja, die sich auf die ganze Welt beziehen wird, wo der Antichrist seinen Zorn auslassen wird an dieser Welt. Und dann gibt es konkret einen kleineren Abschnitt am Ende der Trübsal, die sogenannte große Trübsal, die große Drangsal, wo sich dann die Verfolgung konkret gegen uns als Christen richten wird. Dann heißt es in Matthäus Kapitel 24, wir werden das dann später aufschlagen, dass nach der Trübsal dieser Tage, sogleich aber nach der Trübsaltage, wird eben Jesus wiederkommen, wird mit den Wolken kommen in Herrlichkeit und uns entrücken, wird seine Auserwählten versammeln und so weiter. Das schauen wir uns dann später an. Also, wir werden da sein, wenn Jesus wiederkommt. Jedes Auge wird ihn sehen, wir werden nicht vorher heimlich entrückt sein. Das ist eindeutig. Was ist das Gegenargument? Okay, Gegenargument könnte sein, okay, jedes Auge
Das sind nur die Ungläubigen, die übrig geblieben sind. Wir sind schon vorher entrückt. Denn Leute, die diese Vorentrückung im Kopf haben, dass wir vor der Trübsal entrückt werden, die müssen natürlich irgendwie diese Verse reinzwängen in ihre Theorie, in ihre Lehre. Müssen das irgendwie reinbringen, was nicht funktioniert. Also was könnte ein Gegenargument sein? Naja, wir sind schon vorher entrückt, jedes Auge. Ja, das wird jedes Auge sein, wir sind halt nur vorher schon entrückt. Das sind halt eben nur die, die noch übrig geblieben sind, die Ungläubigen. Juden zum Beispiel, ja, ungläubige Juden. Aber liest den Vers weiter. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Das heißt, oder lass mich dir erstmal erklären, was diejenigen sind, die ihn durchstochen haben. Schlagt auf Matthäus Kapitel 23. Das heißt, zusätzlich zu den, zu allen sonstigen Menschen, zusätzlich auch die, welche ihn durchstochen haben. Aber wer sind das? Matthäus Kapitel 23, Vers 34. Schon Vers 34, da heißt es: Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Warum sagt Jesus, warum macht Jesus so eine ziemlich krasse Aussage? Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist. Weil sich die Pharisäer eben mit den Prophetenmördern identifiziert haben. Wenn du dich mit Mördern identifizierst, dann stimmst du Mördern zu. Du sagst, Amen, ja, gut, was ihr gemacht habt. Dass ihr Propheten, Weise, Schriftgelehrte getötet habt und so weiter. Sie werden das tun. Etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, der inzwischen im Tempel und dem Altar getötet habt. Sie haben all die Propheten umgebracht, die Gott gesandt hat. Das ist die Religion des modernen Judentums, Pharisäertum. Und genauso nach demselben Prinzip, wenn heutzutage jemand dem Judentum zustimmt, dem Pharisäertum zustimmt, ich bin Jude. Was sagt derjenige damit, wenn er sagt, ich bin Jude? Dass er Jesus hasst. Dass er seinen geistlichen Vorfahren zustimmt, die gesagt haben, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Ja, ich bin Jude. Du stimmst nicht zu. Du stimmst Leuten zu. Du identifizierst dich mit Leuten, die Jesus gehasst haben. Lass mich etwas verraten. Judentum heutzutage, Pharisäertum, ist die Religion des Jesus-Hasses. Die Religion der Jesus-Hasser, der Gottes-Hasser. Größte Abschaumreligion überhaupt. Größter Müll. Ich hoffe, dass wir viele Juden retten können. Aber weißt du was? Das Problem ist, sie identifizieren sich mit Leuten, die Jesus gehasst haben. Mit denen, die Jesus Christus umgebracht haben. Das ist, was sie tun. Sein Blut kommt über uns und über unsere Kinder. Und sie sind unter dem Fluch. Das heißt nicht, dass es nicht noch Leute gibt, die von ihnen gerettet werden können. Aber dadurch, dass sie sich identifizieren mit denen, die Jesus Christus umgebracht haben, ihnen zustimmen. Ich meine, überleg dir das so. Wie ist die Religion des modernen Judentums entstanden? Im Grunde genommen dadurch, dass sie die Chance hatten, Jesus Christus anzunehmen, ihn aber nicht angenommen haben, sondern ihn abgelehnt haben, ihn gehasst haben und ihn getötet haben. Sie wollten, dass er gekreuzigt wird. So ist die Religion des Judentums entstanden. Das heißt, worauf fußt diese Religion? Auf Hass gegenüber Gott. Auf Hass gegenüber Jesus Christus. Das heißt, wenn du dich mit dieser Religion identifizierst, dann gehörst du zu denen, die ihn durchstochen haben. Nicht, weil du das tatsächlich buchstäblich getan hast, aber du sagst Amen dazu, du sagst Ja dazu. Also wer sind diejenigen, die ihn durchstochen haben? Das sind Juden. Also wenn es hier heißt, Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, geh wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Wenn es da heißt, jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Was sagt uns die Bibel damit? Die Bibel setzt ganz einfach voraus, dass wir einfach verstehen, dass natürlich buchstäblich jeder da sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, Gläubige, Ungläubige, Verworfene, ach so, übrigens, auch die Juden werden da sein. Aber was denken sich Christen heutzutage? Oh, wir werden entrückt sein, natürlich werden nur die Juden da sein. Oder halt nur Ungläubige noch übrig bleiben, unter anderem ungläubige Juden.
Aber die Bibel sagt es eigentlich umgekehrt. Die Bibel sagt im Grunde genommen, hey, es ist doch logisch, dass alle da sein werden. Jedes Auge wird ihn sehen. Achso, übrigens, nur um klarzustellen, auch die Juden werden dabei sein. In der Bibel ist es genau umgekehrt. Verstehst du, was ich meine? Also, jedes Auge wird ihn sehen, damit ist buchstäblich jedes Auge gemeint. Aber lass mich dir weitere Verse zeigen, um jetzt wirklich Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 zu verstehen. Was ist das für ein Ereignis? Lass mich dir Parallelverse zeigen. Das ist ein Ereignis, das im Alten Testament etliche Male vorausgesagt wird. Das zweite Kommen Jesu. Daniel Kapitel 7, Vers 13, ich lese das nur vor. Du schlägst Apostelgeschichte 1 auf, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich lese vor aus Daniel Kapitel 7, Vers 13. Im Alten Testament wurde das genauso prophezeit, mit den Wolken, dass Jesus in Wolken wiederkommt. Da heißt es, ich sah in den Nachtgesichten, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels. Siehe, er kommt mit den Wolken, nicht wahr? Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbezagten und wurde vor ihn gebracht. Wer ist der Sohn des Menschen? Dieser Sohn des Menschen, den wir hier finden, das erste Mal in Daniel Kapitel 7, Vers 13, ist ein Titel für Jesus Christus. Immer wieder in den Evangelien bezeichnet sich Jesus Christus selbst als der Sohn des Menschen. Das ist ein Titel Jesu Christi, die eben ein Titel, der seine Menschlichkeit hervorhebt. Also es geht hier eindeutig um Jesus Christus, wurde vorhergesagt, er kommt mit den Wolken des Himmels. Was lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 1, Vers 8? Da heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das, was Jesus sagt, kurz vor seiner Himmelfahrt, dann heißt es in Vers 9, und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn von ihren Augen weg. Also wieder, Jesus wurde aufgenommen in einer Wolke. Und was heißt es dann? Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also immer und immer wieder wird es betont, dass Jesus Christus in Wolken aufgenommen wurde und in den Wolken besonders wiederkommen wird. Das ist das zweite Kommen Jesu. Er wird in Wolken wiederkommen. Und ich will euch diese Verse zeigen, damit ihr ein sicheres Verständnis habt von Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Warum gehe ich auf diesen Vers so konkret ein? Weil das entscheidende Ereignis der Endzeit ist. Das zweite Kommen Jesu. Unsere Entrückung. Wenn du einen Vers verstehen musst, dann ist das Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Jetzt schlagt die berühmte Endzeitrede auf, Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24, da ist es in Vers 29, bald aber nach der Drangsal jener Tage, Matthäus 24, Vers 29, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes, ja, Sohn des Menschen, Menschensohn, wieder derselbe Titel wie in Daniel Kapitel 7, Vers 13, am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Was haben wir gelesen in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7? Sie erkommen in den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welchen durchstochen haben. Das werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Dasselbe Ereignis finden wir in Matthäus Kapitel 24, in Vers 30. Es werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welchen durchstochen haben, auf den Wolken des Himmels. Sie erkommen mit den Wolken. Es ist dasselbe Ereignis mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nächster Vers, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Jetzt gehe weiter zu 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Wir gehen diese Verse schnell durch, um das zu verstehen, worum es hier geht in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 7. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13, das lese ich vor. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, Vers 14, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Das ist die berühmte Entrückungspassage. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Es geht ja also um die Wiederkunft. Was ist ein anderes Wort? Das zweite Kommen. Das Wiederkommen Jesu. Es geht hier um dasselbe Ereignis. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Vers 16, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt. Was haben wir gelesen in Offenbarung Kapitel 24? Er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Geht es hier um dasselbe Ereignis, ja oder nein?
Ja oder nein? Es geht um dasselbe Ereignis. Eindeutig. Und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Siehe, er kommt mit den Wolken. Er wird vom Himmel herabkommen. Er wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Haben wir gelesen in Apostelgeschichte in Kapitel 1. Er wird vom Himmel herabkommen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Vers 17, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken. Ist es dasselbe Ereignis, ja oder nein? Es ist dasselbe Ereignis. Ich sage euch gleich, warum das so wichtig ist. Entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit so tröstet nur einander mit diesen Worten. Geht zurück zu Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Die Entrückung ist das eindeutig zentrale Ereignis. Wir haben gesehen, dass es bei Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 um die Entrückung geht. Ist das eindeutig oder nicht? Wenn wir jetzt besonders 1. Thessalonicher Kapitel 4 gelesen haben, es geht um die Entrückung. Gleicht sich ab. 1. Thessalonicher Kapitel 4 mit Matthäus Kapitel 24 gleicht sich ab mit Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Ist dasselbe Ereignis, es geht hier um die Entrückung. Das ist das zentrale Ereignis. Mit der Entrückung geht der Zorn Gottes einher. Nicht unmittelbar, aber circa eine halbe Stunde, lesen wir dann später, circa eine halbe Stunde, nachdem wir entrückt werden, wird der Zorn Gottes beginnen. Es wird am selben Tag sein. Also dieses Ereignis, das zweite Kommen Jesu, ist nicht nur positiv, sondern es wird für die Ungläubigen negativ sein, wenn Jesus wiederkommt. Denn danach, eine halbe Stunde später circa, wird der Zorn Gottes beginnen. Das heißt, dieses Ereignis hat zwei Seiten. Es gibt zwei Seiten an der Medaille. Für uns ist es positiv, wir werden entrückt werden. Aber der Zorn Gottes wird kurz Zeit später beginnen, am selben Tag. Somit wird es auch ein negatives Ereignis sein. Deshalb, wenn wir Passagen im Alten Testament lesen besonders, wo es eindeutig darum geht, dass Sonne und Mond verfinstert werden. Was haben wir gelesen in Matthäus Kapitel 24? Sonne und Mond werden verfinstert, ja, Jesus wird wiederkommen. Dann sind diese Passagen oftmals negativ. Nicht immer, aber oftmals sehr negativ. Ja, es wird ein Tag des Zornes sein, es wird ein Tag des Wolkendunkels sein, der Finsternis und so weiter. Und deshalb sagen dann Leute, ja, sie verdrehen diese Verse, um ihre Lehre der Vorentrückung reinzupressen in die Bibel. Sie sagen dann, ja siehst du, das kann nicht dasselbe Ereignis sein. Offenbarung Kapitel 1, Vers 7. Was heißt es in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7? Sie, ja, kommen in den Wolken, jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben, es werden sich sein. Deswegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Was ist das für ein Zeichen, sich an die Brust zu schlagen? Das ist natürlich ein Zeichen von Angst, von Furcht. Zum Beispiel lesen wir auch, dass der Zöllner sich an die Brust schlug und sprach, oh Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist ein Zeichen der Demut, natürlich besonders bei diesen Ereignissen ist es ein Zeichen der Furcht. Ja, sie sehen den Herrn kommen, sie fürchten sich. Also, Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 hat natürlich einen negativen Touch. Aber warum? Weil eben am selben Tag auch der Zorn Gottes beginnt. Aber hier ist das Ding, wir haben uns diese Verse angeschaut. Geht es bei Offenbarung 1, Vers 7 um die Entrückung? Es geht sehr wohl um die Entrückung. Ist das dasselbe Ereignis oder nicht? Er kommt mit den Wolken. Ja, jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, welche ihn durchstochen haben. Es werden sich alle Geschlechter der an die Brust schlagen. Haben wir gelesen auch in Matthäus Kapitel 24. Was passiert dann? Er wird seine Auserwählten versammeln von den Windrichtungen her. Wer sind die Auserwählten? Auserwählte sind wir als Christen. Weil es nämlich heißt, dass wir, die wir zuvor auf Jesus Christus gehofft haben, auserwählt sind. Rate mal was, Jesus Christus. Juden glauben nicht an Jesus Christus. Sie sind nicht aus der Welt. Sie sind nicht in Jesus Christus. Wir sind in Jesus Christus aus der Welt, aber sie sind nicht in Jesus Christus. Wir sind in Jesus Christus durch den Glauben an den Herrn. Das heißt, wir sind die Auserwählten im Neuen Testament. Eindeutiger Fall. Außerdem haben wir gelesen, oder ich habe euch das vorgelesen, in 1. Petrus Kapitel 2. Da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Es gibt so viele Stellen, die man dazu zeigen könnte, dass die Auserwählten im Neuen Testament ausschließlich Christen sind. Also es geht in Matthäus Kapitel 24 eindeutig um die Entrückung. Wir haben das abgeglichen mit all den anderen Passagen, Offenbarung Kapitel 1, Vers 7, da geht es um die Entrückung. Leute wollen das leugnen, sie sagen dann, der Offenbarung Kapitel, oder Matthäus 24, das geht nur um die Juden. Was für ein Quatsch. Wir haben das abgeglichen mit 1. Thessalonicher Kapitel 4, wo es natürlich eindeutig um die Entrückung geht. Das kann niemand leugnen. Es ist dasselbe Ereignis. Und du musst das korrekt verstehen, damit du das Buch der Offenbarung verstehst. Was du dir wirklich mitnehmen solltest, Offenbarung Kapitel 1, Vers 7 spricht vom zweiten Kommen Jesu, definitiv. Und der Entrückung, und zwar nach der Trübsal.
Das wissen wir dann ganz konkret aus Matthäus Kapitel 24, Vers 29, zugleich aber nach der Trübsal jener Tage. Es geht um dasselbe Ereignis, eindeutig. Aber wie geht es weiter in Offenbarung Kapitel 1, Vers 8? Offenbarung Kapitel 1, Vers 8, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das A und das O, das ist natürlich eine Redewendung, die fest im Deutschen verankert ist, nicht wahr? Wir sagen auch manchmal, ja, das ist das A und das O. Ja, wir sagen damit, das ist besonders wichtig oder so, das ist wirklich die Hauptsache. Das ist ein bisschen zweckentfremdet im Deutschen, aber es macht durchaus Sinn. Und Leute, die behaupten, oh, die Bibel sei so schwer zu verstehen oder wie kann man das hier verstehen, was mit dem A und O wirklich gemeint ist. Hey, hier ist das Ding. Ich habe damals von meiner Mutter als Kind gelernt, was A und O bedeutet. Sie hat mir erklärt, dass das A und das O, dass es eigentlich für Alpha und Omega steht. Natürlich, im Deutschen oder im lateinischen Alphabet, was ist der erste und letzte Buchstabe? A und Z. Aber wir sagen eben, dass das A und das O, so als Redewendung, weil im griechischen Alphabet Alpha der erste Buchstabe ist und Omega der letzte Buchstabe. Das hat mir damals meine Mutter erklärt. Vor, keine Ahnung, über 10 Jahren. Vor 15 Jahren vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß das immer noch. So schwer ist die Bibel nicht zu verstehen. Und meine Mutter war noch nicht mal gerettet, leider. Es ist ein einfacher Fakt, den Leute wissen. Es ist eine fest verankerte Redewendung im Deutschen geworden. Ich bin das A und das O oder etwas ist das A und das O. Nun, hier geht es natürlich hauptsächlich darum in der Bibel, dass Jesus Christus eben Gott ist. Es geht hier wieder um die Gottheit Jesu Christi. Er war von Anfang, er ist der Erste, ja, er ist der Letzte, er ist das Anfang und das Ende, das A und das O, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets, Alpha, der letzte Buchstabe, Omega. Und dann könnte man sagen, ja gut, warum steht hier nicht Alpha und Omega? Nun, hier ist das Ding, es ist im Deutschen schon als Redewendung verankert, das A und das O. Also, es wäre nicht falsch, in einer Bibelübersetzung zu schreiben, ich bin Alpha und Omega. Das ist genauso richtig. Das ist genauso richtig wie ich bin das A und das O. Warum? Weil es im Deutschen eine fest verankerte Redewendung ist. Das heißt, eigentlich ist das die bessere Übersetzung. Denn wenn wir etwas übersetzen in eine andere Sprache, wollen wir natürlich schon Redewendungen, die existieren, verwenden. Und es ist toll zu sehen, dass biblische Begriffe, biblische ja, oder Bibelverse sich in Redewendungen niederschlagen, in alltäglicher Sprache. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, dessen der Warnte kommt, der Allmächtige. Wer sagt das? Wer ist derjenige, der hier spricht eigentlich? Wer spricht hier mit Johannes? Das ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt. Wer ist derjenige, der zu Johannes hier spricht und der das sagt? Ich bin das A und das O. Offenbarung Kapitel 1, Vers 10. Schauen, Vers 10, was steht da? Ich war im Geist, Johannes spricht, ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Vers 11, die sprach, ich bin das A und das O, der erste und der Letzte. Wieder ungefähr dieselbe Aussage. Was heißt es dann in Vers 12? Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Vers 13, und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Wer ist der Sohn des Menschen? Das ist Jesus Christus. Daniel Kapitel 7, Vers 13 wird wiederholt in den Evangelien. Jesus sagt immer wieder, dass er der Sohn des Menschen ist. Wer ist derjenige, der das sagt? Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt. Der Allmächtige. Wer sagt das, dass er der Allmächtige ist? Jesus Christus sagt das. Obwohl in der Bibel sagt Jesus, dass er Gott ist. Nun, hier vielleicht. Und zwar sagt er das immer wieder. Ich bin das A und das O. Jesus sagt hier selbst. Der Sohn Gottes sagt hier selbst, dass er der Allmächtige ist. Und wenn du die Gottheit Jesu Christi immer noch ablehnen willst, dann bist du ganz einfach vom Teufel. Dann bitte stirb doch. Ich meine, wie kann man so boshaft sein, solche Verse lesen, Zeugen Jehovas lesen natürlich diese Verse, wie kann man so boshaft sein und dann immer noch die Gottheit Jesu Christi ablehnen? Sie sind nicht einfach ein bisschen verwirrt, die Leute, die diesen Schwachsinn lernen. Sie machen das natürlich absichtlich. Du musst es absichtlich machen, dass du die Gottheit Jesu Christi ablehnst, wenn du diese Verse liest. Weil es so eindeutig ist, dass Jesus hier spricht. Er ist derjenige, der spricht, der sagt, dass er der Allmächtige ist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Gott im Fleisch. Er ist der Allmächtige. Ihm wurde gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Lesen wir am Ende vom Matthäus-Evangelium. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Die Gottheit Jesu Christi wird hier dermaßen betont. Genauso wie im Johannes-Evangelium.
Genauso auch wie im ersten Johannesbrief. Ja, wir finden ein paar Muster in den Schriften von Johannes. Dass es eben um die Sohnschaft Jesu Christi geht, aber auch um die Gottheit Jesu Christi. Es wird betont. Offenbarung Kapitel 1, Vers 9. Lass uns weiter im Text gehen. Offenbarung Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Aussagen Jesu Christi. Achte darauf, was hier steht. Der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich. Ja, ja, es gibt auch was Positives. Ach so, aber auch am standhaften Aussagen. Aber wir werden nicht durch die Trübsal gehen. Wir werden niemals Drangsal erleiden. Wir werden niemals Bedrängnis erleiden. Die Trübsal ist der Zorn Gottes. Das, was heutzutage gelehrt wird. Dass diese zwei Ereignisse, Trübsal und Zorn Gottes, über einen Haufen geworfen werden. Trübsal, Zorn Gottes. War Johannes unter dem Zorn Gottes, als er sagt, da ich auch Anteil habe an der Bedrängnis, sprich Drangsal, Trübsal, und am Reich und am standhaften Aussagen Jesu Christi? War er unter dem Zorn Gottes? Nein. Wir werden nicht den Zorn Gottes erleiden. Richtig, wir werden gerettet vor dem Zorn. Der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn, sagt die Bibel. Die Trübsal, Drangsal, Bedrängnis ist nicht dasselbe wie der Zorn Gottes. Und was die Bibel immer wieder betont, besonders Offenbarung Kapitel 1 und Kapitel 2 und Kapitel 3, immer wieder Bedrängnis, 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 Trübsal, Trübsal, Trübsal. Das wird uns als Christen treffen. Und ich finde diesen Vers so wunderbar, weil er eben sagt, dass er mit uns Anteil hat an der Bedrängnis und am Reich. Ja, wir haben Anteil am Reich. Aber vergiss nicht, woran wir auch Anteil haben. Am standhaften Ausharren. Wo eigentlich nochmal das Gleiche sagt wie vorher. Warum müssen wir standhaft ausharren? Weil wir Bedrängnis erleiden. Also Bedrängnis, Reich, ja? Ja, wir werden im Reich Gottes sein. Es gibt auch was Positives, worauf wir uns freuen können. Aber hey, vergiss nicht, standhaftes Ausharren. Also wo uns die Bibel so dermaßen klar macht, so eindeutig vor Augen hält, hey, wir werden durch die Trübsal gehen. Wir werden nicht vor der Trübsal entrückt werden. Wir werden da durchgehen. Mach dich gefasst auf die Trübsal. Mach dich gefasst darauf, dass du Bedrängnis erleiden wirst. Aber hey, glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und diese hören, bewahren, was drin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Wir können glückselig sein. Aber wir müssen wissen, was passiert, damit wir dann nicht erschrecken. Vers 10, Offenbarung Kapitel 1, Vers 10. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Erinnert an Jesaja Kapitel 58, Vers 1. Müsst ihr nicht aufschlagen, da heißt es, rufe laut, schone nicht. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und zeige meinem Volk ihre Übertretung, dem Haus Jakob ihre Sünden. Rufe laut, schone nicht. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune. Wie hat Jesus Christus gepredigt? Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Aber dann, wenn wir predigen, dann müssen wir natürlich ganz sanft sein und ganz liebevoll sein. Wir sollen diese Gentleman-Prediger sein. Aber wenn wir wirklich so predigen wie die Bibel, wenn wir predigen wie Jesus Christus, dann heben wir unsere Stimme wie eine Posaune. Amen. Wie von einer Posaune, die sprach, Vers 11, ich bin das A und das O, wieder dieselbe Aussage. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Also erstmal in Vers 11. Hier die eindeutige Aufforderung von Jesus Christus selbst, von Gott selbst, dass Johannes dieses Buch schreiben sollte. Wo wir also eindeutig wissen, von wem dieses Buch stammt, von Johannes. Das ist selten der Fall, dass wir wirklich wissen, von wem ein Buch geschrieben wurde. Natürlich haben wir die Briefe des Paulus, okay, das ist auch eindeutig. Aber im Alten Testament besonders ist es nicht so klar, wer was geschrieben hat. Aber hier ist eine super eindeutige Aussage von Jesus selbst, dass Johannes eben dieses Buch schreiben sollte und es den Gemeinden senden sollte, die in Asia sind. Und darauf bin ich schon ein bisschen eingegangen vorher natürlich. Es gibt mehrere Gemeinden, es ist gut, dass es mehrere Gemeinden gibt. Es sind Heidengemeinden in der Provinz Asia, im Gebiet der heutigen Türkei. Und die Türkei heutzutage ist
ist muslimisch. Ja, da hast du den Muezzin jodeln jeden Morgen. Oder wie man das nennen soll. Ist ziemlich nervig, der Typ. Aber das war mal ein christliches Gebiet, nicht wahr? Was zeigt das? Dass Gemeinden nicht für die Ewigkeit geschaffen sind. Die einzelnen Gemeinden, die gehen irgendwann kaputt. Das ist der Lauf der Dinge. Leider, aber so ist es eben. Deswegen brauchen wir mehrere Gemeinden. Es müssen immer wieder neue Gemeinden gegründet werden, neue Gemeinden geboren werden, weil Gemeinden auch sterben. Fakt. Ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redet. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Also jetzt sieht er eben Jesus Christus, unseren Herrn, persönlich in dieser Vision. Und was sind die 7 Leuchter? Darauf möchte ich eingehen. Die Bibel sagt, Offenbarung Kapitel 1, Vers 20, die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. Was sind die 7 Leuchter? Also das sind die 7 Gemeinden. Diese Leuchter stehen für die 7 Gemeinden. Warum werden Gemeinden repräsentiert durch Leuchter? Nun, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht an Licht an und setzt es in den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euch leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Als Gemeinden sind wir Leuchter. Wir sind Lichter. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Gemeinde in Pforzheim ist ein Licht. Sie wird als Finsternis von der Welt angesehen, nicht wahr? Es ist ganz finster, es ist ganz dunkel, es ist ganz schlimm, was sie da predigen, was sie da sagen. Aber Jesus sagt, das ist ein Leuchter. Das ist ein Leuchter. Das ist ein Leuchtturm der Hoffnung. Das ist ein sicherer Hafen. Dort kann man gerettet werden. Dort kann man dem Herrn dienen. Dort kann man das Wort Gottes hören. Dort lernt man, ein gottesfürchtiges, sinnvolles Leben zu leben. Es ist Hoffnung, es ist Licht. Und Gemeinden sind Leuchter, sind Lichter in dieser Welt. So sollen wir sein als Christen. Die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Und dann sieht Johannes eben mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen gleicht. Er sieht Jesus, wie er unter den 7 Leuchtern ist. Jesus ist unter uns als Ortsgemeinden. Natürlich alle Gemeinden, die das richtige Evangelium mindestens glauben, sind legitime Gemeinden. Wir lesen dann aber später auch im 2. Kapitel, dass eine Gemeinde, auch wenn sie das richtige Evangelium glaubt, ihre Legitimität durchaus verlieren kann. Warum? Wenn sie nicht Seelengewinn geht. Ja, wo Jesus sie ermahnt, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich, und ich versuche es jetzt ungefähr zu zitieren, und sonst komme ich rasch und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Genau, da heißt es, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Also, eine Gemeinde, die nicht Seelengewinn geht, auch wenn die Leute da gerettet sind, sie kann ihre Legitimität verlieren. Dieser Leuchter repräsentiert, das ist eine legitime Gemeinde. Ja. Mitten unter den Gemeinden wandelt Jesus Christus. Er ist unter uns. Wir sind natürlich im Glauben vereint, ja. Wir können Gemeinschaft haben mit anderen Gemeinden, aber wir sind immer noch separate Gemeinden von der Struktur her. Dieser Vers lehrt nicht Ökumene. Wir sind nicht eine große Gemeinde. Denn hier ist das Ding, all diese Ökumene-Gemeinden, 99% von diesen Ökumene-Gemeinden sind sowieso nicht gerettet. Sie sind keine legitimen Gemeinden. Ist Jesus unter ihnen? Nein, absolut nicht. Das hier sind legitime Gemeinden, unter denen Jesus Christus wandelt. Er ist das Haupt jeder einzelnen Gemeinde. Das ist die Symbolik, um die es hier geht. Dann heißt es weiter in Vers 13, er sah eben einen, der einem Sohn des Menschen glich. Er sieht Jesus Christus, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Und was dieses Gewand, das bis zu den Füßen reichte? Nun, ich stelle mir vor eine königliche Robe, ja, diesen Mantel, den ein König trägt. Natürlich, ein König trägt auch ganz normal Hosen und Hemd und so weiter, aber darüber eben diesen königlichen Mantel, dieses Gewand, das bis zu den Füßen reicht. Wir sehen hier den verherrlichten Jesus Christus, nicht so, wie er gewandelt ist auf der Erde, wo es heißt im Propheten Jesaja, dass uns sein Aussehen nicht gefiel. Ja, dass er ein Mann der Schmerzen war und so weiter. Jetzt sehen wir hier ihn in der Offenbarung als den verherrlichten Jesus Christus. Und es ändert natürlich nichts an seiner Gottheit, sondern es ist einfach nur sein äußeres Erscheinungsbild, um das es hier geht, wie Johannes ihn gesehen hat in dieser Vision, verherrlicht. Der König über die Fürsten dieser Erde.
Und dann heißt es weiter in Vers 14, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Was für ein furchtbarer Anblick. Er ist weiß, sein Angesicht leuchtet, heißt es dann in Vers 16, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Seine Augen glühen wie eine Feuerflamme. Das ist ein furchtbarer Anblick. Immer wenn ich diese Verse gelesen habe, das hat mir Angst eingejagt. Das hat mir Gottesfurcht eingejagt. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Seine Füße wie schimmerndes Erz, glühten sie im Ofen. Seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Vers 16. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Was für ein furchtbarer Anblick. Und wie unglaublich, dass wir trotzdem Jesus Christus dienen können. Dass wir trotzdem Gemeinschaft mit dem Herrn haben können. Aber was ist das zweischneidige Schwert, das aus seinem Mund hervorgeht? Ich meine, stell dir vor, du siehst jemanden vor dir stehen, weiße Haare, als König gekleidet, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft, seine Augen sind wie eine Feuerflamme und er redet wie das Rauschen vieler Wasser, eine donnernde Stimme wie eine Posaune, dann geht ein scharfes zweischneidiges Schwert aus seinem Mund hervor. Was für ein furchtbarer Anblick. Aber was ist das scharfe, zweischneidige Schwert? Ich lese dir vor aus Hebräer Kapitel 4, Vers 12, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also das scharfe, zweischneidige Schwert ist das Wort Gottes, das aus Jesu Mund hervorgeht. Weil Jesus Christus natürlich auch selbst das Wort Gottes ist. Die Bibel macht es immer wieder klar, dass Jesus buchstäblich das Wort Gottes ist. Das ist nicht einfach nur ein Titel oder so, sondern das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ist buchstäblich, Jesus Christus, das Wort ist buchstäblich. Somit Gott. Ja, ihr macht aus der Bibel einen Götzen. Nein, das Wort ist Jesus Christus. Jesus Christus ist Gott. Wir beten hier keinen Götzen an, wir beten Gott an, buchstäblich. Ja, ich bete die Bibel an. Wow. Warum nicht? Dann heißt es aber weiter in Vers 17, ihr seid in Offenbarung Kapitel 1, Vers 17. Wie reagiert Johannes darauf? Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Da legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und so weiter. Er fiel zu seinen Füßen nieder wie tot. Was ist deine Reaktion, wenn du die Bibel liest? Was ist deine Reaktion, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast? Ist es einfach dein Daddy? Oh, Daddy. Papa, halt deine Klappe! Was für ein Schwachsinn! Wie kann man buchstäblich so blasphemisch schon fast sein? Daddy, lass mich dir eine Schelle geben. Hey, er fiel zu seinen Füßen nieder wie tot! Das sollte deine Reaktion sein. Wie tot! Oder wie, wer war das? Petrus, glaube ich, weiche von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, so ungefähr. Ist das deine Reaktion, wenn du die Bibel liest? Oder liest du nur irgendwie die paar Psalmen, die du rausgepickt hast, die ganz positiv sind? Ist das, was du liest? Es gibt mehr in der Bibel. Es gibt Furchtbares, das wir lesen können in der Bibel. Und du solltest Furcht vor Gott haben. Du solltest Furcht vor Jesus Christus haben. Da legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Oh, Jesus ist nicht derjenige, der Leute zur Hölle schickt. Aber wer hat die Schlüssel der Hölle? Jesus hat die Schlüssel der Hölle. So viel dazu. Aber schlag eine Parallelstelle auf Matthäus Kapitel 17. Matthäus Kapitel 17 und ich neige mich hier dem Ende meiner Predigt zu, Matthäus Kapitel 17, wo Jesus Christus gesehen wird von Petrus, Jakobus und Johannes in seiner Herrlichkeit, als er noch auf der Erde war. Matthäus Kapitel 17, da heißt es ab Vers 1, und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus, dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, genauso wie in Offenbarung Kapitel 1, nicht wahr? Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia,
die redeten mit ihm. Und da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Ein paar interessante Verse, auf die ich hier deine Aufmerksamkeit lenken möchte. Es heißt in Vers 2, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Wie sehen die Apostel hier Jesus Christus? Als verherrlichten König. Sie sehen ihn schon zu seinen Lebzeiten auf der Erde in seiner Herrlichkeit, genauso wie Johannes ihn dann auch in der Offenbarung, in der Vision gesehen hat, in all seiner Herrlichkeit. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Dann heißt es in Vers 5, als er noch redete, sie beschattete sie eine lichte Wolke. Wie gibt sich Gott der Vater zu erkennen? Der dann eben sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er gibt sich in einer Wolke zu erkennen. Ja, und genauso kommt natürlich auch Jesus Christus in einer Wolke, ist in einer Wolke aufgefahren, wird auch in einer Wolke wiederkommen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Also, was wir hier gelesen haben in Offenbarung Kapitel 1, Vers 17 oder in den Versen davor, wo wir Jesus, ab Vers 15, wo wir Jesus in seine Herrlichkeit sehen. Was sagt dann Jesus nochmal in Vers 17? Fürchte dich nicht mit der Erste und der Letzte, wo er eben nochmal klarstellt: Hey, er ist es Gott. Er ist der Erste und der Letzte. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der Erste, der war und der kommt, der Allmächtige. Also hier in seiner Herrlichkeit, in Offenbarung Kapitel 1, Vers 13 und so weiter, wo Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, was lesen wir? Eben nochmal die Bestätigung, dass Jesus Christus Gott ist. Was lesen wir in der Parallelstelle dazu, Matthäus Kapitel 17, wo Jesus eben auch in seiner Herrlichkeit erscheint, mit denselben Merkmalen? Da heißt es: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also was sehen wir in diesen Passagen? Wir sehen sowohl die Sohnschaft Jesu Christi und die Gottheit Jesu Christi. Das sind die zwei wichtigen Merkmale, die wir hier sehen, in diesen eindeutigen Parallelstellen. Dann heißt es, ihr seid in Matthäus Kapitel 17 weiterhin, Matthäus Kapitel 17 in Vers 6, lese ich weiter, da heißt es: Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Genauso wie Johannes auf sein Angesicht fiel, wie tot zu seinen Füßen niederfiel. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Das ist eigentlich so ziemlich dasselbe Ereignis, das die Apostel hier schon vorher sehen durften. Und Jesus wollte dann, wenn ihr jetzt weiterlesen würdet, wollte dann nicht, dass eben das weitererzählt wird, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Offenbarung Kapitel 1, Vers 19. Geht zurück zu Offenbarung Kapitel 1, Vers 19. Ich komme hier langsam zum Ende meiner Predigt. Offenbarung Kapitel 1, Vers 19. Da heißt es: Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Also schreibe, was du gesehen hast, was ist. Also Vergangenheit, Gegenwart, was ist und was nach diesem geschehen soll. Zukunft. Das ist der vorletzte Vers, mit dem wir uns hier beschäftigen. Der vorletzte Vers der Offenbarung. Das Offenbarung Kapitel 1 meine ich natürlich. Und genauso wie auch der erste Vers des Buches, ist es ein sehr wichtiger Vers. Der erste Vers des Buches hat uns was erklärt. Worum geht es in der Offenbarung? Wozu dient die Offenbarung? Um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Jetzt der vorletzte Vers ist genauso ein sehr wichtiger Vers, der uns die Chronologie oder den Aufbau, vielmehr den Aufbau der Offenbarung aufzeigt. Johannes hat diesen Befehl bekommen: Schreibe, was du gesehen hast in dein Buch, oder schreibe, was du siehst in dein Buch und sende es in Gemeinden, die in Asia sind. Sollte dieses Buch schreiben: Wie ist das Buch aufgebaut? Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Also das Buch der Offenbarung, Leute tun sich schwer damit. Sie denken: Wie kann man das verstehen? Und so weiter. Aber eigentlich gibt es hier einen eindeutigen Aufbau in diesem Vers. Wir lernen hier den eindeutigen Aufbau aus Vers 19. Genauso wie Vers 1, ja, Vers 19 offenbart uns, zeigt uns auf, die Gliederung des Buches. Also Kapitel 1 ist, was du gesehen hast, das, was geschehen ist. Also was hat Johannes gesehen? Johannes hat Jesus Christus gesehen, in seiner Herrlichkeit. Kapitel 1 ist, was du gesehen hast. Dann Kapitel 2 bis 3, da geht es um die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Kapitel 2 bis 3 ist also, was ist? Ja, schreibe, was du gesehen hast und was ist. Das ist der Ist-Zustand der sieben Gemeinden. Da geht es noch nicht um konkrete Endzeitprophetie, sondern das ist dann noch Gegenwart, damalige Gegenwart.
Und Kapitel 4 bis 22, der größte Abschnitt dann, ist eben, was nach diesem geschehen soll. Dann geht es eben wirklich um die Ereignisse in der Zukunft, ganz konkret. Offenbarung Kapitel 1, Vers 4. Verzeihung, Offenbarung Kapitel 4, Vers 1. Schlag Kapitel 4 auf, ganz kurz. Offenbarung Kapitel 4, Vers 1, da heißt es: Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Also eindeutig sehen wir, mit Kapitel 4, Vers 1 beginnt eben der letzte Abschnitt des Buches der Offenbarung, was nach diesem geschehen soll. Seht ihr das? Was nach diesem geschehen soll. Und dann Kapitel 4 bis 22 ist eben der letzte Abschnitt. Schreibe, was du gesehen hast, Offenbarung 1, Vers 19, und was ist und was nach diesem geschehen soll. Einfacher Aufbau des Buches. Und wenn Leute ganz einfach unvoreingenommen die Offenbarung studieren würden, sich vor Augen halten würden, hey, das ist die Offenbarung, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll, dann wäre es gar nicht so schwierig. Nur Leute sind voreingenommen. Sie haben Ideen im Kopf von irgendwelchen falschen Propheten und so weiter und haben Probleme, die Offenbarung zu verstehen. Der letzte Vers der Offenbarung, Kapitel 1, das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der sieben goldenen Leuchter. Oh, das ist ein Geheimnis. Siehst du, die Offenbarung ist schwer zu verstehen, ist ein Geheimnis. Aber was ist das Geheimnis? Jesus offenbart uns hier das Geheimnis. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Gar nicht so schwierig. Es heißt zwar Geheimnis im selben Vers, aber im selben Vers, wo es Geheimnis heißt, wird uns offenbart, was es bedeutet. Und ich hoffe, diese Predigt hat dir geholfen, das erste Kapitel besser zu verstehen. Und natürlich wird diese Serie weitergehen. Glückselig ist, wer die Worte der Weissagung liest und diese hören, bewahren, was darin geschrieben steht. Wir wollen glückselig sein und die Offenbarung studieren. Lass uns beten.